Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Kurz, Sie haben jetzt den Minister Karl Lauterbach zitiert und ich zitiere ihn auch. Er hat nämlich formuliert, dass in seiner Krankenhausstrukturreform als erstes die kleinen Häuser im ländlichen Raum profitieren. Und ich muss Ihnen sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Deshalb stimmt es nicht, was Sie hier gerade formuliert haben. Und lieber Herr Kurz, ich habe mich auch auseinandergesetzt. Sie haben verschiedene Statistiken zitiert und ich zitiere auch hier wieder ein Interview vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vom 28.05.2024 und der ist verwundert, so hat er sich geäußert, dass die Zahl der Pflegebedürftigen explodiert ist. Und da sage ich, ich wundere mich über einen Wissenschaftler, der sich darüber wundert, denn er hat auch keine Erklärung geliefert. Er hat gesagt, das ist ein gewisser Sandwich-Effekt, weil die Babyboomer jetzt in Pflege kommen. Dabei ist es einfach schlicht falsch, denn die Babyboomer, die ersten, sind jetzt 69 Jahre alt. Die Pflegebedürftigkeit tritt ein mit 75 Jahren. Das bedeutet, wir haben 2030 einen ersten Schwung und dann noch mal verstärkt mit 84 Jahren, also 2040. Das sind die knallharten Fakten. Und deswegen kann ich Karl Lauterbach schon beantworten, was der Grund ist, dass die Pflegebedürftigkeit entsprechend explodiert ist. Nämlich wir haben einen Kumulierungseffekt, weil die Menschen zum Glück älter werden. Wir haben aber auch durch unseren Pflegebedürftigkeitsbegriff damals zusammen mit der SPD, aber auch von den Grünen unterstützt, gut vorbereitet, die Zugänge auch für Menschen mit Demenz erweitert. Deswegen kommen da auch entsprechend zusätzlich Pflegebedürftige hinzu. Und natürlich haben wir aufgrund der wirtschaftlichen Lage auch eine höhere Inanspruchnahme des Pflegegeldes aus haushaltsökonomischer Sicht, weil nämlich am Ende des Monats wirklich es drückt und die Leute sind auf der Suche, was mache ich Ende des Monats? Und das kommt auch mit alles dazu. Und ich möchte Ihnen sagen, dass das durchgestochene Pflegepapier zur Pflegeversicherung, das ist ja heute Mittag durchgestochen worden, das wird nächste Woche im Kabinett entsprechend behandelt. Das zeigt eben auch das Dilemma dieser Bundesregierung. In diesem durchgestochenen Papier, nächste Woche im Kabinett, sind nämlich 5 verschiedene Szenarien, die aufgezeigt werden, wie man denn dieses Thema angehen könnte. Und man hat das Dilemma deshalb, weil die einen sagen, auf keinen Fall einen Steuerzuschuss und die anderen sagen, aber auf keinen Fall eine Erhöhung der Beitragszahlungen. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, und deswegen haben wir auch die Kleine Anfrage gestellt, wie Sie sich einigen. Das müssen schon Sie machen, und das fordern wir auch in der jetzigen prekären Lage ein. Frau Köcher vom Allensbach-Institut, die ja nicht unbedingt immer zwingender Pflege nahesteht, die hat formuliert, Pflege ist die Schicksalsfrage unserer Zeit. Pflege, wenn wir das Thema nicht lösen, und dazu gehört auch natürlich die GKV, SPV, dann geht Systemvertrauen verloren und dann haben wir eine ernsthafte Demokratiekrise. Und deswegen erwarten wir von Ihnen, dass Sie Ihren großen Worten auch Taten folgen lassen. Für die SPD-Fraktion hat Tina Rudolph das Wort.